leistet dem Bösen keinen Widerstand. Ein ziemlicher Brocken im heutigen Evangelium. Natürlich kann man das psychologisch deuten. Natürlich kann man sagen, ja, wenn ich Gewalt nicht mit Gewalt beantworte, dann vermehre ich nicht die Gewalt. Kann natürlich sagen, gut, wenn ich keine Gewalt anwende, um mich zu verteidigen, es gibt passiven Widerstand, der durchaus viel bringt. Andererseits wissen wir auch, der Gandhi, bevor er seinen großen Marsch mit den vielen, vielen tausend Indern zum Strand, den Marsch zum Salz gemacht hat, dass er da auch oftmals niedergeschlagen worden ist und im Gefängnis gesessen worden ist. Wäre schön, wenn passiver Widerstand in der Ukraine funktionieren würde. Ein paar Idealisten haben das durchaus gesagt, aber wahrscheinlich wäre dann schon in der Ukraine ein anderes Regime, das Putin sehr gefallen würde. Wie ist das also mit dem leistet dem Bösen keinen Widerstand? Muss man sich nicht auch verteidigen? Letztendlich im Katechismus der katholischen Kirche gibt es sogar das Recht auf Verteidigung. Ist der Katechismus im Gegensatz zum Evangelium? Im Evangelium gibt es noch etwas, was vielleicht ein Einstieg sein kann, nämlich die Feindesliebe. Die Feindesliebe gibt sogar, habe ich in einem bescheidenen Buch gelesen, im Alten Testament, und letztendlich die Feindesliebe gibt es auch bei den großen griechischen und römischen Philosophen Marco Aurel. Die Stoa, eine Philosophenschule, sagt, die Feindesliebe bringt etwas. Sie macht uns innerlich frei. Ich würde so sagen, gegen den Feind anzukämpfen, gut, aber wenn ich den Feind liebe, dann muss er nicht vernichten und ausrotten und seine ganze Familie auch noch dazu. Dann kämpfe ich gegen ihn, dann kann ich ihn besiegen, aber ich kann aufpassen, dass die Emotionen mit mir nicht durchgehen und ich nicht mehr in der Kampfhandlung mache, als mir notwendig ist. Durchaus ein Ideal, das zum Beispiel eben der genannte Kaiser Marc Aurel auch gehabt hat. Aber trotzdem, der Stachel im Fleisch bleibt. Halte dem, der dich auf die rechte Wange schlägt, auf die linke hin. Wer dir den Mantel nehmen will, gib auch das Hemd. Leiste dem Bösen keinen Widerstand. Petrusbrief, da heißt es genau umgekehrt, leiste dem Teufel Widerstand. Er geht wie ein brüllender Löwe umher. Heute am Sonntag haben wir auch eine Taufe. Ja, und die Taufe hier, die Taufkerze, meine Taufkerze, weist uns darauf hin, womit Jesus ein bisschen die Feindesliebe auch begründet. Wer den Feind liebt, der wird ein Sohn Gottes werden. Selig die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Haben wir auch in der Bergpredigt vor dem Matthäus-Evangelium. Offensichtlich ist das Jesus, das Gott, so wichtig. Durch die Taufe werden wir Söhne und Töchter Gottes. Und auf der anderen Seite, wenn Jesus sagt, leisten dem Bösen keinen Widerstand, dann ist er nicht der Philosoph im Elfenbeinturm, sondern letztendlich ist Jesus Christus der, der dem Bösen auch keinen Widerstand geleistet hat. Hier eine Figur vom Jesus, den Schmerzensmann mit Dornenkrone und Wunden und allem drum und dran. Jesus hat dem Bösen auch keinen Widerstand geleistet. Ja, und das ist wahrscheinlich der einzige Widerstand, wo wir, oder der einzige Verzicht auf Widerstand, wo wir leicht, man leicht ist übertrieben argumentieren können, aber wo wir sagen können, es geht wirklich gut aus. Jesus Christus gefangen genommen, schwer gefoltert, gestorben am Kreuz, ins Grab gelegt, er ist auferstanden, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Jesus hat dem Bösen keinen Widerstand geleistet und dadurch das Böse besiegt sein, ein bisschen wie, wenn die Faust herkommt, ich weich aus und die Faust geht ins Leere. Ist ein banaler Vergleich. Jesus Christus letztendlich hat er wirklich gelitten am Kreuz.
ist er wirklich gestorben, aber er ist doch wirklich auferstanden und hat wirklich den Tod besiegt. Ich denke, mit der Taufkerze und mit dem leidenden Christus kommen wir dem Ganzen ein bisschen näher. Jesus sagt, selig die Frieden stiften, selig letztendlich auch die den Feind lieben und nicht hassen. Die werden Söhne Gottes genannt werden. Und der Taufe sind wir Söhne Gottes. Was können wir alles als Söhne Gottes machen? Es kommt mir ein bisschen vor, wie die eh schon alte und abgedroschene Geschichte vom Förster, der den kleinen Adler in den Hühnerhof, in den Hühnerstall steckt, und der Adler wird groß und glaubt selbst als großer erwachsener Adler, dass er ein Huhn ist. Und ich habe so das Gefühl, trotz unserer Taufe haben wir oft noch nicht begriffen, ich mit eingeschlossen, was wir eigentlich als Christen sind, was wir sein können. Vielleicht ist gerade dieses Wort, leistet dem Bösen keinen Widerstand, etwas, was uns da ein bisschen weiterbringt. Nicht leichtfertig zu sein, letztendlich, wir sollen überleben, wir wollen überleben. Aber auf der anderen Seite doch zu schauen, was gibt es da noch für Kraft in unserem Christen? Was gibt es da noch für eine Kraft in meiner Taufe, dass wir einerseits Söhne Gottes sein werden und andererseits doch, so Jesus Christus, dem Bösen keinen Widerstand leisten können und dennoch auf diesem Weg das Böse besiegen?